Moin Leute, willkommen auf unserem Kanal. Wir haben hier einen Dodge Ram 1500 Achtzylinder stehen und das Fahrzeug ist von seinem Besitzer in Deutschland gekauft worden. Der Wagen war in Amerika komplett als Diebstahlfahrzeug auseinandergebaut worden. Ich zeige euch mal die Bilder. Dann ist der Wagen nach Deutschland importiert worden, ist wieder, sag ich mal, voll ausgestattet worden. Und der jetzige Besitzer hat den Wagen so gekauft und ist jetzt zu uns gekommen und hat gesagt, bitte tut mir mal einen Gefallen, mach den mal wirklich sicher. Wir haben ja zu dem Dodge Ram schon ein Video gemacht, das hängen wir gleich nochmal in Anhang ran. Ich will euch nur mal kurz zeigen, was das heißt, in so ein Auto eine Elite einzubauen. Wegfahrsperre, Schockneigung, Ortung, LTE. Also wir müssen hier richtig was machen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, was hier eingebaut wird, aber das Modul oben ist schon drin, das RF-Modul. Es wird eine große Sirene eingebaut. Eine Wegfahrsperre wird eingebaut und dann sind diese Fahrzeuge so, dass man sie nicht mehr starten, klauen, irgendwas kann. Selbst der entfernte Motorstart ist noch möglich. Also das ist die Lösung und alle Ram-Besitzer, die wir mit so einer Anlage ausgestattet haben, sind absolut zufrieden. Ist nie wieder was vorgefallen. Aber guckt euch das mal an, was da passiert ist bei dem Auto. Da waren selbst die Sitze geklaut, vorne Kotflügel, alles weg, wirklich nur noch ein Gestell. Und der Wagen ist aus Amerika nach Deutschland gegangen und die neuen Besitzer wollen den jetzt in der Ausstattung mit der Technik unbedingt behalten. Und wir rüsten ihn jetzt komplett mit einer Pandora Elite aus und im Anhang mal das Video zu den Funktionen, was die Elite alles kann. Lasst mal ein Like für die Videos da und wenn ihr Fragen habt, canforce.de/kontakt oder 04103 70 19 840. Like da lassen und im Anhang das Video zu den Funktionen. Ciao. Das ist wirklich echt ein heißes Teil hier, ne? Dodge Ram 1500 Limited Black. Da werden einige Kenner werden sagen, tolles Ding. Genau, das hat der Besitzer zu mir auch gesagt und sagte, mein tolles Ding möchte ich gerne behalten. Das ist der 5,7 Liter Hemi mit, ich weiß nicht was für einer Sonderausstattung, spezielle Felgen und. Also das Auto ist ein Traum. Leder drin, bestickt mit irgendwelchen Ornamenten und so weiter und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie sichert man so ein Auto? Weil die werden geklaut. Und das heutige Thema hatte ich in den anderen Videos auch gesagt. In dem Sinne, guckt mal bitte in die anderen Videos rein. Wenn ihr noch mehr über unsere Projekte, unsere Arbeit, über Pandora wissen wollt, dann seid ihr da genau richtig aufgehoben in unseren Playlisten bei YouTube. Was passiert, wenn ihr so ein Auto habt und die klauen euch den? Der Wagen ist, sag ich mal, nicht besonders geschützt, sondern alles standardmäßig über den standardmäßigen Schlüssel. Der kann kopiert werden. Es gibt Geräte für einen OBD-Port, um sich, sag ich mal, eine Freigabe für ein Motorsteuergerät zu kriegen und so weiter. Macht euch keine Gedanken, die Autos sind zu knacken. Die Pläne gibt es überall auf der Welt. Also wenn einer sich einen Schaltplan irgendwas angucken will, es gibt Hersteller, die machen für die Geräte wirklich, ich nenne das mal dreckige Hardware. Die wird da reingesteckt in den OBD-Port und dann springt das Auto an. Der Kunde ist zu uns gekommen und hat gesagt, das möchte er genau nicht, er möchte den behalten. Er kriegt den nie wieder. Er sagt, es ist eine absolut limitierte Serie, sind nur ein ganz paar Autos in Deutschland und er möchte von uns die maximale Absicherung für dieses Fahrzeug haben. Das haben wir gemacht. Ihr seht auf der Haube, das ist das größte Alarmsystem, was es für PKWs auf dem Markt gibt. Nehmt uns beim Wort. 4G LTE Netzwerkunterstützung. Einen Long Range Token, der bis zu 3 Kilometer mit dem Fahrzeug kommunizieren kann, auch wenn ihr keinen Telefonempfang habt. Ihr habt zwei normale Token, die die Abfrage machen. Ihr schärft ganz normal über die Fernbedienung oder über die große Fernbedienung. Das könnt ihr alles benutzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch über ein Handy scharf schalten. Wir haben Schocksensoren, Neigungssensoren, Funkakkusirene, Anruf, Echtzeit, Telemetrie, GPS, GLONASS, Störsenderschutz. Wir haben sogar die Klappe hinten abgesichert, weil da ist ja ein Problem. Ich sag mal, die Kenner wissen ja oben, das ist ja nur draufgelegt und mit so zwei kleinen Kunststoffsplinten da drin. Wenn man die wegbricht, kommt man an die Ladung ran. Wir haben einen DMS-Sensor draufgesetzt, der die Lage quasi dieser Abdeckung überwacht. Wenn die jemand hochhebt, hochbricht, darauf schlägt, löst die Anlage aus mit entsprechender Meldung an euch. Wir haben eine Startsperre eingebaut. Wenn der Wagen unautorisiert gestartet wird, also Alarm ist ausgelöst, lässt er sich gar nicht starten. Wenn ihr ohne Alarmanlage versucht, das Auto, also wenn sie nicht scharf ist, zu starten, springt er nicht an. Wir haben eine Startsperre drin. Wir haben die Möglichkeit, bei geklauten Schlüsseln oder wenn sie euch per Hijack aus dem Auto holen, zu sagen, ich rufe das Auto an, lege das Auto still. Ich kann es in Echtzeit orten. Viele denken, ja, ja, ein Ortungssystem, der schickt mir eine Koordinate zu. Nein, wir haben ein Echtzeit-Telemetrie-Tracking-System. Das heißt, ihr könnt in Echtzeit sehen, wo das Fahrzeug hinfährt. Ihr könnt einen Panikalarm aufs Auto schicken. Wir haben eine PS332BT Funk-Akku-Sirene. Ich habe es gerade wieder abgebrochen. Eine Funk-Akku-Sirene. Das ist der absolute Oberhammer.
Laut, Störsenderschutz, Batterieüberwachung und. Diese Fernbedienung, apropos Batterie, lässt sich einfach aufladen, da ist ein Akku drin. Eure Batterie wird überwacht vom Fahrzeug, könnt ihr per Echtzeit in der App gucken. Ihr habt hinten die Batterie in dem Sensor überwacht, kriegt ihr eine Meldung. Wir haben eine volle Unterstützung für das automatische Startsystem. Wir haben ja bei den Fahrzeugen die Möglichkeit, den quasi über die Fernbedienung zu starten. Wir haben wirklich an alles gedacht. Wir haben alle Türen überwacht. Wenn jemand Felgen klauen will, den Hochbock, den abschleppt, irgendwas, ihr könnt an dem Fahrzeug wirklich alles überwachen, alles sehen, alles in Echtzeit. Und ihr könnt entweder mit dieser Fernbedienung arbeiten oder ganz normal mit eurer RAM-Fernbedienung. Ne? Geschärft, Alarmanlage, Token bestätigt. Entschärft, alles prima, komplett, Bretter kommen raus, Fahrzeug macht sein Programm, ich schärfe wieder. Alarmanlage übernimmt jetzt und sagt, okay, Auto ist voll überwacht, der bestätigt immer, der kriegt also seine Meldung. Hier oben im Fenster ist die kleine Long-Range-Antenne von Pandora drin, die die ganze Zeit blinkt, wenn das Ding scharf ist. Im Alarmfall fängt sie an zu blitzen. Und wenn ich den ärger, weil ich den hier trete oder irgendwas, sagt das System mir sofort, hier, alles direkt auf dem Pager. Also quasi in Echtzeit. Und Push-Mitteilung direkt an den Besitzer auch nochmal auf sein Handy. Diese Töne, die Konfiguration, das können wir alles machen. Das haben wir jetzt auch mal gezeigt, weil wir mit der Funk-Akkusirene und den neuen Systemen, die Bluetooth 5.0 haben, auch solche Sachen einstellen können. Statt nur piep, piep, piep können wir auch solche Meldungen generieren. Ja, das System ist voll scharf. Wenn ich ihn hier stärker ärgere, weil ich hier was einschlagen will, so, löst er sofort voll aus. Hier auch. Boah, ich breche das wieder ab. Ich mache nochmal die Alarmanlage komplett aus. Er hat dreimal tick, 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 tick gemacht, um uns zu sagen, wir hatten Vollalarm, Meldung. Der Token sagt mir Vollalarm, Ausrufezeichen auf dem Fahrzeug und. Also das ist der absolute Wahnsinn, was hier technisch möglich ist. Dann können wir euch noch was echt Tolles zeigen. Der Wagen hat ja ein Autostart-Feature. Das heißt, da ist ab Werk die Möglichkeit, den Motor von außen zu starten. Wenn ich über die Pandora abgeschlossen habe, System ist scharf, Tür ist zu, oder beziehungsweise alle Türen sind zu, er hat auch nicht nachgepiept, es gibt keine Zone, die offen ist. Die Pieptöne können wir euch je nach Gusto einstellen, rausprogrammieren, verändern. Das geht alles jetzt mit den neuen Anlagen mit Bluetooth 5.0. So, wenn ich jetzt hier zweimal auf die Original-Fernbedienung drauf drücke, dann springt der Große hier an und startet seinen kraftvollen Motor. So, die Alarmanlage ist voll scharf noch. So, Motor ist angesprungen, kein Fehlalarm, ich kriege die Meldung. Motor läuft, Zündung ist an, so, ist aber noch zu. So, jetzt möchte ich zu dem Auto, gehe da hin, drück drauf, sagt, macht Auto auf, Alarmanlage hat entschärft, ihr könnt einsteigen und losfahren. Gibt überhaupt keine Probleme mit der Alarmanlage, Pandora ist so clever und kann das alles. Wir haben jetzt mit offener Kofferraumklappe geschärft, weil ich euch zeigen will, wir haben ja einen Sensor hinten eingebaut in diese Abdeckung, weil das ist ja eigentlich eine Schwachstelle. Wer das kennt, hier ist ja nur so eine kleine Aluleiste drin mit so zwei Kunststoffhebeln. Ich meine, die kann man wirklich relativ leicht raushebeln. Und ich hau jetzt mal unter die Luke drunter. Dann löst das Ding sofort aus und meldet auch wieder Kofferraumzone und sagt, wir haben hier einen Vollalarm, durchversuchten Einbruch hinten auf die Abdeckung. So, das heißt, ihr braucht euch nicht mal mehr um sowas Gedanken machen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Wegfahrsperre in Aktion. Die Alarmanlage ist jetzt nicht geschärft. Wenn wir jetzt die Alarmanlage schärfen, ist ja die Tür, die Zone offen. Ich drücke hier drauf. Dick, 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 dick. Das System hat mir gerade gesagt, wir haben noch eine Tür offen. Steht auch hier Warning Driver Door. Gut. Was ich euch zeigen will, ist, wenn ich jetzt versuchen würde, das Auto zu starten, Fuß auf die Bremse. Ich habe den Originalschlüssel hier, aber die Alarmanlage ist scharf. Das heißt, Tokenabfrage ist jetzt nicht gültig, da das System scharf ist. In dem Moment, wo ich auf die Bremse drücke und versuche zu starten, die Zündung geht an, löst die Alarmanlage aus. Hier, Fahrzeug springt nicht an. Hier passiert überhaupt nichts. Er sagt auch, Motor ist aus, funktioniert alles nicht. So, ich gehe runter, wieder von der Bremse. Ich mache die Zündung aus. Ich sage, liebes Auto, ich bin beim Auto. Der Anruf kommt schon und so weiter. So. Ich habe Alarmanlage entschärft, er sagt mir Ignition, Zündung. Wir haben also eine Zündung als Auslöser gehabt. Wenn jemand versucht, mir die Tür aufzubrechen, hier was einzuschlagen, löst die sowieso aus. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, dass die Wegfahrsperre wirklich in Aktion ist. So, Alarmanlage ist aus, Fuß auf die Bremse, Knopf drücken. Da ist er wieder, der Große. Einmal wieder schön gestartet, er pumpt sich schon wieder hoch. Also, ihr seht, ihr braucht euch überhaupt keine Gedanken mehr machen, wenn ihr so ein Pandora-System von uns habt. Maximale Endstufe. Ich drücke hier nochmal drauf, dann geht das Display an. Ihr seht, Alarm, Ignition. Ja, interessiert ihr euch auch für so ein System? Sicherheit auf Knopfdruck, abgeschlossen, maximaler Schutz, Kommunikation mit dem Fahrzeug. Keinerlei Sorgen mehr, dass der Wagen wegkommt. Ihr könnt wirklich entsprechend sofort handeln.
dann setzt euch mit uns in Verbindung. canforce.de/kontakt lautet unsere Internetseite. Da haben wir ein Kontaktformular, bitte einmal ausfüllen. Wollt ihr direkt mit uns sprechen, unter canforce.de findet ihr unsere Telefonnummer. Ansonsten können wir nur sagen, in jedem Fall den Kanal abonnieren. Drückt auf die Glocke, lasst uns ein Like da. Habt ihr Fragen, canforce.de/kontakt. In dem Sinne, der Große wird jetzt abgeholt. Der Besitzer freut sich schon riesig auf die technischen Features, die die Anlage kann. Selbstverständlich kann auch die Partnerin ein Handy bekommen und das Fahrzeug in Echtzeit orten und. Ne? Also, Abo da lassen, habt eine gute Zeit, macht's gut, das Canforce-Team verabschiedet sich. Ciao.